Für Toyota hat Genf immer einen ganz hohen Stellenwert. Denn auf allen europäischen Märkten sind die Japaner gut vertreten. Somit werden auch immer wieder Fahrzeuge und Technologien in Genf präsentiert. In der Schweiz zeigt Toyota die Ablösung des Auris und damit die Rückkehr des Corolla. Die Überraschung ist aber die Rückkehr einer Toyota-Ikone. Was haben Sie also mit nach Genf gebracht, Herr Utenhofen? Wir bringen hier zwei große Neuigkeiten. Erstmal den Supra, Fahrspaß pur. Das Auto ist hier für das zweite Mal, würde ich sagen, aber jetzt in der Produktionsversion und hinten als Rennversion, weil wir dort mit einem GT4-Version auf der Nordschleife bald fahren werden. Und dann, viel wichtiger für unsere Geschäfte, kommen wir mit dem neuen Corolla. In drei Karosserievarianten, Stufeneck, Schrägeck und auch Kombi. Und der Corolla wird sehr bald wieder unsere Bestseller in Deutschland werden. Drei Karosserievarianten des neuen Corolla sind bereits bekannt. Der kompakte, der Kombi und die Stufeneck-Limousine. Nun folgen zwei neue Varianten des Corolla. Die Neuauflage des Kompakt-Bestsellers präsentiert sich auf der Frühjahrsmesse als GR Sport mit eigenständigen Designmerkmalen sowie als robuster Touring Sports Track. Der neue Corolla GR Sport ist nach dem Yaris das zweite Modell in Europa, in dem die Begeisterung der Motorsportabteilung Gazoo Racing zum Ausdruck kommt. Auf Basis der höchsten Ausstattungslinien verfügt der Corolla GR Sport über einen eigenständigen Kühlergrill mit dunklem Chrom sowie eine neue Frontschürze, Seitenschweller und Heckdiffusor. 18 Zoll Leichtmetallfelgen, abgedunkelte hintere Scheiben, LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer sowie die exklusive Außenfarbe Dynamic Grey komplettieren die attraktive Optik. Innen sorgen Sportsitze für ein sportliches Ambiente. Optional ist eine Volllederausstattung erhältlich. Der Corolla GR Sport ist als Schrägheck und als Touring Sports erhältlich. Für den Antrieb stellt die 2,0 Liter Hybrid-Variante 180 PS Leistung bereit. Der Corolla Track zeigt 20 mm mehr Bodenfreiheit, robuste Designmerkmale und ein Unterfahrschutz an Front und Heck. Der ausschließlich als Touring Sports erhältliche Corolla Track richtet sich mit moderner Crossover-Optik an Familien mit aktivem Lebensstil. Das Crossover-Modell bietet den Auftakt einer Zusammenarbeit zwischen Toyota und dem Fahrradhersteller Trek Bicycle. Was erwartet sich Toyota von der Wiedereinführung des Corolla, Herr Utenhofen? Wir glauben, dass wir in diesem Jahr, in den nächsten 12 Monaten, ungefähr 20.000 von diesen Autos hier in Deutschland verkaufen können. Toyota hatte viele regionale Namen für viele Autos und wir haben entschieden, dass wir nur noch einen Namen haben werden, weil Corolla ist das meistverkaufte Auto der Welt, aber mit unterschiedlichen Namen war das nicht immer so evident. Und jetzt wird es noch evidenter werden. Wir haben zwei Motorisierungen, eine Motorisierung mit 122 PS auf Effizienz getrieben und dann eine Fahrspaßvariante mit 180 PS. Der Unterschied zwischen den beiden Autos werden Sie bald spüren können bei einer Probefahrt. Das Highlight auf dem Stand von Toyota ist aber die mit BMW gemeinsam entwickelte Supra. Diese ist dann auch als Z4 zu haben. Welche Leistungsdaten sind da zu nennen? Das Auto hat zwei wichtige Komponenten, 350 PS, 340 um genau zu sein, und eine Gewichtsverteilung 50-50, mehr kann man sich nicht wünschen. Und das Auto fährt wie ein Rennauto. Die Grundkonstruktion der fünften Generation Supra bleibt unverändert. Rein 6-Zylinder mit Turboaufladung, Hinterradantrieb und eine Karosserie mit langer Haube, zwei Türen und einem gedrungenen Heck. Ab dem Sommer. Das einzige Problem ist, dass wir sind schon mehr als 12 Monaten ausverkauft. Alle Autos sind reserviert und wir haben noch eine Warteliste von ungefähr 1000 Menschen, die starke Interesse gezeigt haben. So, wenn Sie ein Auto heute bestellen wollen, könnte es noch ein bisschen dauern, bevor Sie es kriegen. Der Preis wird leicht über 60.000, was natürlich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, Fahrspaß-Leistungs-Verhältnis, ja.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Kooperation zwischen Toyota und BMW. Die beiden Hersteller teilen sich die Entwicklung von Supra und Z4. Beide Sportwagen stehen auf der gleichen Plattform und auch der rein Sechszylindermotor des Supra stammt aus München. Das Design der neuen Supra ist dagegen vollkommen eigenständig und lehnt sich stark an die 2014 in Detroit vorgestellte Studie FT1 an. Von Stoßstange zu Stoßstange misst der Japaner mit bayerischem Herzen runde 4,38 Meter. In der Breite sind es 1,85 Meter. Die Höhe gibt Toyota mit 1,29 Meter an. Das Augenmerk werden Sportfahrer auf die perfekte Gewichtsverteilung von 50-50 legen. Besonderen Wiedererkennungswert besitzen die Scheinwerfer mit ihrer charakteristischen Leuchtgrafik und die geschwungene Karosserie mit den stark ausgeformten Radläufen und dem Double-Bubble-Dach mit mittiger Einwölbung. Bestellungen für den neuen Supra nimmt Toyota bereits entgegen. Bis zur Auslieferung kann aber noch etwas Zeit vergehen, denn obwohl die Produktion bei Magna bereits angelaufen ist, kommen von den insgesamt 900 für Europa bestimmten Supra im Sommer 2019 zunächst nur 300 Stück zu den Händlern nach Deutschland. Toyota wird also noch emotionaler. Und das ist schön. Auch schön zu sehen auf dem Genfer Autosalon 2019. Lexus hat in Genf oft wichtige Neuheiten präsentiert, so auch in diesem Jahr. Die Japaner bringen den Lexus RCF als Track Edition mit an den Genfer See. Ja, in 2019 hier in Genf freuen wir uns sehr, dass wir den neuen RCF, den überarbeiteten RCF und vor allen Dingen die Lexus RCF Track Edition vorstellen können. Ein Fahrzeug, was von der GT-Rennerfahrung bei Lexus im Hause profitiert und was sicherlich für Motorenthusiasten, für Puristen ein ganz besonderes Fahrzeug sein wird. Die Track Edition ist nochmal leichter als der normale RCF. Es gibt deutliche Verbesserungen beim Thema Aerodynamik. Das Fahrzeug ist voll abgestimmt auf pures Autofahren mit dem Lexus RCF und ich glaube, da bringt er ganz viel Neues mit. Der überarbeitete Lexus RCF tritt mit aufgefrischtem Design und verbesserter Dynamik erstmals auf. Als weitere Neuheit treibt eine limitierte Track Edition die Rennstreckenqualitäten des Coupés auf die Spitze. Sie soll laut dem Hersteller den Premium-Anspruch und die Handwerkskunst der Marke mit dem Temperament eines echten Sportwagens vereinen. Parallel zur Track Edition erhält die gesamte Lexus RCF-Familie eine umfassende Überarbeitung. Mit verbesserter Aerodynamik, geringerem Gewicht, optimiertem Fahrwerk und frischem Design soll der sportliche Zweitürer noch einmal an Agilität gewinnen. Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung lag offensichtlich auf der Aerodynamik. Die einzigartige Frontschürze besteht aus Carbonfaser, um das Gewicht zu reduzieren. Zudem erhöht sie auch den Abtrieb und verbessert so den Grip und die Manövrierbarkeit. Am Heck ersetzt ein fester Heckflügel, ebenfalls aus Carbonfaser, den aktiven Spoiler. Auch wenn es schon lange erwartet wurde, die Serienversion des LC Cabrios wurde noch nicht in Genf enthüllt. Somit feiert das Lexus LC Cabriolet Konzeptfahrzeug auf dem Genfer Automobilsalon seine Europapremiere. Es scheint aber nicht mehr lange zu dauern, bis das Serienmodell hoffentlich genau so kommt. Ja, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn das LC Cabrio Konzeptfahrzeug auch auf den Markt kommen würde. Es ist ein ganz tolles Fahrzeug. Es hat alles das, was das positive Design des LCs schon mitgebracht hat, nochmal weiterentwickelt und mit dem wirklich freien Fahrgefühl eines Cabrios verbunden. Das passt absolut zu uns und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn der Wagen auf die Straße kommt. Lang, flach und schlank. Das Lexus LC Cabriolet Konzept übernimmt die athletischen Proportionen des Coupés. Dies führt zu einer Form, die sich auf natürliche Weise aus dem ursprünglichen LC-Design entwickelt hat und dennoch eine einzigartige Identität besitzt. Es verbindet eine japanische Formensprache mit dem Cabrio-Feeling. Kurze Überhänge, 22 Zoll Räder und eine breite Spur betonen die Kraft dieses Fahrzeugs. Das Lexus LC Cabriolet Konzept ist 4,77 Meter lang, 1,92 Meter breit und lediglich 1,34 Meter hoch. Genau das Richtige für die Boulevards. Ein gelungener Messeauftritt von Lexus am Genfer See 2019.